Ja, hi und willkommen, mein Name ist Daniel B und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 3. Das hat man nicht gehört, ne? Wie ich das Ding bewegt habe, oder? So. Dann gehen wir mal abtauchen hier. Boom, wir haben die Karibik jetzt mal betreten und jetzt sind wir bei Captain Jack Sparrow hier unterwegs. Ich frage mich, ob es unter Wasser auch Dinge gibt. Also Schatztruhen. Was mich auch interessieren würde, ist, ob wir unendlich unter Wasser bleiben können. Ich hoffe doch. So, halt, alles hat Krabbe. Er tut echt unter Wasser reden, was? Ich bin mir sicher, wir befinden hier ein paar Zutaten. Ja, wir sind doch bestimmt irgendwo Herzlose, ne? Pass auf. Ja, komm, sage ich das. Da waren ja ein paar auf. Was? Mehr Feuer, mehr Eis, mehr Blitz. Oh, cool. Boah, ich hoffe, wir müssen nicht irgendwann einen Bosskampf unter Wasser machen. Sobald nicht gegen irgendein Organisationsmitglied. Ich habe nur, warte mal, was mit Wasser, was mit Meerwasser, Wasser kann ich gar nicht einsetzen. Ich kann Feuer unter Wasser einsetzen, aber ich kann nicht Wasser unter Wasser einsetzen. Das finde ich doch ein bisschen unrealistisch. Tue ich einfach das ganze Wasser um mich herum benutzen, ne? Weil die Fische kann man nicht einsammeln. Krabbe, halt den Fisch, den konnte ich fangen. Komm her. Hier, ne? Kommt her. Nein, ich wollte die zulösen. Ich will den Fisch noch haben. Was war das? Miesmuschel. War die magische Miesmuschel. Was sollen wir als nächstes tun? Gar nichts. Ihr wart da, ne? Boom. Kabeljau. Man kann ich die Quallen einsammeln? Okay, wir können einfach unter Wasser atmen und sprechen und so, ne? Also. Komm her. Hummer. Seht ihr mal, wenn ich die angreife? Ne, wenn ich. Wenn ich auf die losfliege, dann passiert was. Oh, cool. Wir tun Blitzgeschosse auf die Feinde. Das ist ja richtig geil. Das ist wie Plasmakugeln hier in Birth by Sleep. Das waren, glaube ich, auch hier. Dreiergeschosse abfeuern und hier sind drei Schatztruhen. Hat okay, Piratenschätze. Wir stehen einfach da. Okay, Piraten, die haben halt mehr Schätze, nehme ich an. Versuchen da reinzukommen. Du warst auch Goofy, aber da ist auch noch ein Gegner. Ja, Fokus kann ich hier nicht einsetzen, habe ich schon gesehen. Da unten die Leiste, die ist eingegraut. Jetzt wäre ich wieder in diese Retro-Welt. Diese Schwarz-Weiß-Welt. Timeless River, ja. Yeah. Das ging Nummer 2. Da waren die Geräusche auch hier so abgedichtet. Na, Donald ist fast tot.
Mir ist aufgefallen, Donald tut nicht mal annähernd so oft verrecken wie in jedem anderen Spiel. Also das ist schon irgendwie beeindruckend, wenn ihr mich fragt. Boah, seid ihr immer noch da? Oh. Ja, von da oben. Schon wieder voll viel Sachen verpasst. Hey, was ist das denn? Da drauf, verdammt. Warum kann ich hier rauf? Lass mich mal gucken, wie viele Dinger sind hier. Normale Anzahl. Die meisten bisher. Okay. Gott, wie groß wird diese Welt sein? Gut, gehen wir weiter. Oh, ich dachte, ich kann ihn damit angreifen. Habe ich, glaube ich. Heimselig? Was bedeutet das denn? Genau, feindselig. Also jetzt haben sie nicht was Gutes. Adamant, da bauen wir für ein Schlüsselschwert hier. Mal aufzuballern. Hi. Und ja. Ich glaube, ich bin ja irgendwie sehr schwach, weil ich keine Combo-Angriffe oder irgendwie sowas habe oder Waffenwechsel. Naja, wir sind irgendwie am schwächsten als bisher jede andere Welt. Boom. Ah. Und der, hab ich euch mit meinem Blitzen hochgeballert irgendwie? Oder wie seid ihr so am Leuchten? Ist das normal? Ja, ne. Sound ist voll verpackt hier von dem Level ab. Einfach so blub. Komm her. Komm her, du. Noch jemand? Okay. Gehen wir noch mal zurück. Hey, warte. Ja, warte, von hier sind wir nicht gekommen. Warte. Da, mein Gott. Wenn ich meine, der Weg hier ist richtig, ne? Halt. Donald, wie bist du da hingekommen? Ja, hol ich auf den Rückweg. Wow. Dann ist doch hier. Jawohl. Ich habe gehört, Wasser leitet Elektrizität. Ist das? Ich glaube, das hat den gar keinen Schaden gemacht. Nee, aber nicht. Ja, eine Aufnahme gesehen. Hallöchen. Ist das? Geld dadurch. Kann ich jetzt aufmachen, wie ich will?
Ja, muss irgendwann Ende sein, oder? Ja. Schnappt euch, Boys. Schnappt euch alles. Ich bestimmt irgendwann, wenn ich alles davon einsammle, ne? Mit Trophäe Gierlappen. Da kann aber nicht alles gewesen sein, oder? So. Irgendwie ist ja nichts. Hier ist bestimmt irgendwie was. Ich habe es nur wieder verpasst. Ne? So läuft das hier immer. Hoffentlich kriege ich das, während ich hier durchdüse. Ja, ich kann da durchdüsen und was ist da auf der anderen Seite? So, so eine kleine Ecke hier. Nix. Gott. Steuerung ist nicht so einfach, wie es aussieht. Okay, vielleicht sieht es nicht einfach aus, aber okay, ich habe nur noch ein Magie-Ding, also ich kann da leider nicht. Aua. Okay, jetzt habe ich. So. Wie sich einfach auflösen. Und die lösen sich auch auf, wenn ich da durchfliege, also. Oh. Hey, Halcom. Ist da wieder eine begrenzte Anzahl von? Stimmt, ne? So, Ja, jetzt warte, hier gehe ich schon wieder zurück. Wie mache ich das? Nein, gib mir MP-Kugel. Okay. Wahrscheinlich ist hier schon wieder richtig, ne? Ich höre dich nicht, Donald, du bist unter Wasser. Weißt du, bist eine Ente, du kannst das wahrscheinlich, aber trotzdem. Eisboost. Oh, Goofy macht die fertig. Direkt mal ausrüsten kann ich, glaube ich, nicht, aber lass mal gucken. Nö. Doch. Boom. Fällt mir gerade ein, ich habe noch einige Power-Ups hier, ne? Wie Angriffsplus zum Beispiel. Hey. So, Sackgasse ausgezeichnet. Ja, boah. Nein. Boah. Weil ich da oben schwimme. Der Angelausflug. Ich bin noch die ganze Steuerung hier von Ariels Welt gewöhnt, deswegen will ich immer Kreis drücken, um nach oben zu schwimmen, und dann mache ich den hier halt. Was sehr komisch ist. So, das sieht. Also, warte mal. Da lang, oder? Ja, wird perfekt aus der Sackgasse. Komm her. Hi. Ist hat das Eisboost. So ein Schrotflint ist das.
Kann ich auch Combo Finish schon damit machen? Bei mir sehen die nicht anders aus, die Combo Finisher. Vielleicht sind die auch nicht anders, aber wir meinen, die machen mehr Schaden. Aber sieht es ja schatzmäßig aus. Okay, ich kann unmöglich so viele schon verpasst haben. Also nehme ich an, als wieder ein anderes Gebiet hier. Und jetzt zählt irgendwie ein Gebiet übersprungen oder so. Ich habe bestimmt schon ein Glücksemblem verpasst. Pass auf. Das Stückchen hätte ich nur im letzten Part, glaube ich, machen können. Aber jetzt soll es. Ja, wir sind Level 30. 4 Level unter den empfohlenen. Ich weiß ja nicht. Normalerweise bin ich immer am Ende der Welt. Mit dem passenden Level. In Kingdom Hearts 1 und 2. Truhe. Das ist in dem Part auch so. Oh, eine große Truhe merke ich gerade. But Donald, no pirate worth his salt ignores treasure. Oh, mir fällt gerade auf, wir sind doch Dings hier in Ariels Welt gewesen. Also nehme ich mal an, wir sind deswegen irgendwie in der Lage, unter Wasser zu atmen. Ne? Da wartet doch sowas von dem Boss auf uns. Mach das mal auf, ne? Super. Wieder Musik aus Kingdom Hearts 1. Riesigen wasserlebenden Herzlosen hat. Das ist die Disney Bösewicht Boss, glaube ich. Gegen Hades und Jafar und also was gekämpft hat. Keine riesige Kreissäge als Schwanz. Nein, der hat mich schon wieder erwischt. Oh, ich kann die Waffe unter Wasser nicht wechseln. Jetzt sind wir physisch stärkeren wechseln dabei. Ging nicht. Sie sagt genau gleich viel ab. Alter. Er ist gleich tot. Boah, ich habe mich gerade geil, du Dingen. Blitzgar, jawohl. Boah. Schön. Da ist unser Schatz. Was? Ich dachte erst, er würde entkommen, aber es kommt mein großer Flucht. Hahaha. Autsch. Was? Okay, ich hätte gerne Blitzgar. 20, 28. Hoi, 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 lalala. Warte mal hier. Meeresherzbinder. Oh, cool. Werte Ringer Mond, drücke mit den richtigen kleinen Kreis, um die Luft zu springen und eine Wasserspritze, Pfütze zu generieren. Cool.
Also genau wie ein Minispiel in Atlantica, Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 2. Sehr geil. So, mein Lieblingszauber schon mal voll hochgeballert. Außer wir bekommen irgendwann einen Blitz-K. So natürlich. Also aber ich glaube, weil wenn man das oft genug einsetzt, dann aktiviert man ja Blitz-K. Habe ich ja gesehen bei Rico. Also nicht mal ein Blitzgeister höchste, was man so kriegen kann. Normal. Gut, wo ist Jack überhaupt die ganze Zeit? Hört gerade auf, Jack ist gar nicht bei uns. Okay, wir können unter Wasser ein Foto machen, aber nicht, wenn wir schwimmen. Oh, guck dich das an. War schon beeindruckt, als ich ja den Birth by Sleep 0.2 gesehen habe. Ja, quasi mit ihren High-Tier-Magie-Zaubern hier rumgeworfen hat. Hab ich gerade, Jack ist jetzt irgendwo hier, ne? Wow. Boah. It's our very own ship. Are you certain about that? Huh? Well, Jack? Bin schon lange hier. Finders keepers. How'd he get here so fast? Mine, Savvy? Now, Swammy. Jack, you already have the black pearl. Eine Abkürzung genommen. To which this ship holds no candle. Bus, take what you can, mate. Now then, my ship has a captain, but it does appear I'm in need of a crew. Suppose you'll have to do. Don't dawdle. Climb aboard. Ready now, helmsman? Ready enough, Captain, but aren't we kind of trapped? Mm-hmm. Now, Sora. I know you've made passage through straits far more dire than this. Just follow your heart's command. Okay, das war einfach nur ein glücklicher Zufall. Das war jetzt nichts irgendwie. Okay, das waren jetzt einfach nur Zufälle. Da kannst du jetzt nicht irgendwie sagen, oh, das war voll ich und so, ne? Kannst du jetzt nicht behaupten. Die Leviathan. Dein neues und verbessertes Schiff. Die Leviathan vergibt über eine Reihe beeindruckender Funktionen. Leviathan macht. Die Leiste, in denen du mit deinen Angriffen Treffer bei den Gegnern landest und erfolgreich deine Reaktionen auslöst, dann lässt du Volldruck 3 um eine mächtige Attacke auslösen. Schwöre mit Firk eine Wall aus Wellen, um dich gegen Angriffe und Gegner zu schützen. Wenn eines Seekampfs werden die TP des Schiffs wieder vollständig aufgefüllt. Drück mit, wie auch immer dieser Knopf heißt, um die Seekarte zu öffnen. Sie hält wichtige Informationen und die Funktion für dich bereit. Momentane Aufteilshort. Ja, okay. Oh, da konnte man runterspulen, aber nicht viel. Hier kam das Schiff auch im Film vor oder was? Da kann man da rein. Ich mich da gerne umsehen. Ach, hier sind noch Schätze. Drei Gestirn. Zeig mal.
Ja, nicht das. Oh. Hm. Dann wäre noch was für Donaldo. Ah, okay, ein geht's runter, aber dafür kriegst du alle möglichen Boosts hier. Also müsste halt eigentlich schon wieder hochgehen dadurch, ne? Jetzt knall ich einfach so auf den Boden, mach alles kaputt. Komm da rein. Ist nichts mehr, ne? Ja. Ja, weiß er nicht. Glaub nicht, ne? Soll ich mich dann noch mal in der Höhle umschauen? Vielleicht ist da was. Hi Jack, ist er jetzt auch wieder da? Oh, hier ist gar nichts. Ich habe da irgendwie auf der Karte gerade einen Mori-Shop gesehen. Ich glaube, Jack kann nicht schwimmen. So, können wir jetzt der gesamten Karte hier unter Wasser irgendwie schwimmen? Wäre ein bisschen broken, oder? Okay. Aber wir können den Meeresboden nicht erreichen, oder? Doch. Nee. Ich glaube nicht. So, lass mich da runter. Steuern. Sind am Mogelshop. Wir sind jetzt wahrscheinlich auf der anderen Seite, ne? Hey. Boah. Mit einem Schuss weggeballert. Hätte ich gerade gesagt, da ist besser als jedes andere Schiff. Wo bin ich jetzt wieder ganz doof? Ich mag das Meer nicht, sagte Donald. That ship. It's the Hebrus. Oh, but look, this time there's somebody aboard. Isn't that not the merry company I'd hoped for? Harley, a black coat. Of course. Harley, natürlich. You back in the organization? Yes. Surprising, isn't it, that they do me the honor? Never count your cards until they've all been dealt. Jack, don't you give this creep the time of day. Come now. Are you really so unsophisticated that you decline a gentlemanly conversation? What'd you say? Sora, stand down. It's the code. Mustn't strike a pirate aboard ship when said pirate offers to confabulate. Ah, yes. And how could I love games and contests without honoring the rules? Because only by winning fairly does victory have any savor at all. That's stimmt, ehrlich gesagt. Yes. Of course, the code is actually more guidelines than rules.
Speak your piece. I am looking for a box. A chest, perhaps. You know the one. Yes. Maybe. No, I know of a box. But said box is not a box you want to trifle with, mate. Trust me. Really? A wager, then. And of what nature would this wager be? What say we have a little race to that charming port town which you hold so dear? Port Royal? Yes. Whoever reaches it first is the victor. Okay. And stakes? You tell me all about that chest. Against what? I will get you whatever it is you want. Done. Jack? Then we have an accord. Also sehr verlockend, also. Now, let us begin. All hands, prepare to make sail. But Jack? Drop canvas. Hey, Jack. Whip a wheel, lads. Jack, listen. Watch. Oh. You can't let him get his hands on that box. Do you really know whatever it is that he's looking for? Let's just say there's a potential possibility he wants the chest containing Davy Jones' heart. But I haven't the foggiest notion why he'd covet the blighted thing. Is it a black box? It is more black than blue, so yes. Do you think it's the one? And winning the race would keep it out of Organization 13's hands. Hey. You're right. What are you three muttering on about? Basically, we need to win this race. Precisely. No purchase, no pay. You might have the makings of a pirate after all. Yeah. Wir haben schon einen Vorsprung. Won the Port Royal wins. Okay, we make it interesting. Let's try out those cannons. Ja, wir gewinnen. Fühlt sich ein bisschen geschummelt an, aber was soll's. Oh, verdammt, ich habe eins aus Versehen gedrückt. Okay, aber er setzt auch Tornado sein, also ja, fühle mich nicht so schlecht jetzt gerade. Wo ist ein Weg? Wo ist er? Wo ist er? Da hinten ist er. Gott, der beschleunigt jetzt auch gerade, merke ich. Ich will jetzt manchmal einfach blocken können. Geht weg! Oh, ich will mal nach hinten gucken, wo er ist, aber dann kommen immer Schiffe von vorne. Was ein Weg. Ja, genau. Du Pisser, geh mir aus dem Weg. Hey! Ah. Jetzt holt er uns hier noch echt ein. Nein, geh mir aus dem Weg, Mann. Oh. Das gibt's jetzt einfach nicht. Boah, weil dieser eine Pisser mich hier. Weil dieser eine Pisser mich hier voll blockiert hat, ey. Das gibt's jetzt einfach nicht. Gott verdammt.
Oh, den hole ich mir jetzt. Ich nicht das Schiff von den kaputt ballern. Aber was ist denn jetzt passiert? Ja, kriege ich bestimmt nicht rechtzeitig kaputt. Oh, diese blöden Dinger, die tun immer direkt vor mir landen. Ich dachte, wir hatten den Sieg voll sicher, ne? Oh, da kommt ein Tornado. Oh Gott, diese... Oh. Oh, willst du mich verarschen? Verpisst euch. Da ist das Schiff. Boah. Ist der irgendwo da drauf? Sieht man den? Kann ich den nicht irgendwie abschießen? Oh nein, ich fliege genau da rein. Wir sind gleich tot, merke ich gerade. Oh. Ja, ich sehe wegen dem Rauch nichts. Nein. Oh, ihr Blöden. Ich fass dann einfach nicht. Die rammen mich einfach und ziehen schon an mir vorbei. Oh Gott. Gut. Boah. Das war gar nicht mal so einfach. Leck mich. Lookouts report. Starboard side all clear. We got this one in the bag. Oh Gott. The game isn't over until it's over. Okay, ich hoffe, ich werde wieder hochgehalten, ne? Fire! They're closing in! How about? Make ready to return fire! Na, wartet ihr. Das ist irgendwie unser erster inoffizieller Kampf gegen Organisation 13 Mitglied, merke ich gerade. Alle platt, ne? It ends here. What? Voll in den rein gedonnert, ey. War schon tot. Das Schiff von denen ist riesig, ey. Ein Geisterschiff sieht das jetzt aus. Oh Gott. Oh, da war knapp. Ah, den kriege ich nicht. Kriege ich den von der Entfernung nicht?
Also muss ich schießen. Was? Macht er da? Was? Der ist weg. Da ist er. Oh, jetzt schießt er direkt. Ah, was? Kann ich nicht einfach absteigen und den erledigen? Glaube ich, dass ich den kriege. Okay, sehr gut. Oh, den haben wir, komm. Schon wieder? Boom. Entere Luxor Schiff. Komm her. Müssen wir gegen den kämpfen? Another game it is, then. Oh, der ist abgehauen. Nein. Wo, vielleicht ist das eigentlich besser, ne? Hey, die. Hinter die noch? Ich schon. Blitzka. Ja, diesmal könnt ihr mich bestimmt nicht in Würfel verwandeln. Oh, hier ist nichts, ne? Und was hat? Oh, Blitzka, komm. Okay, Tanz. Haben wir mit Jack schon irgendwie was hier gemacht? Ne, Kommando. Glaub nicht, ne? Ich komme nicht dazu, ein Ding zu füllen. Trick. Ihr Pisser. Ja, wenigstens. Oh nein. Was ist das denn, das Ding? Oh, keine Angst, machen wir das mal. Wie ein Links hier, wie ein Limit-Angriff. Oha. Magieblitz. Okay. Okay, das war irgendwie episch. Da kommt er jetzt noch mal, um uns den Tag zu versauern. Er will ja Jack alles geben, was er bittet, ne?
Magnificent. I salute you all, gentlemen. You're up to something. Admit it! Perish the thought. I know when I've been outdone. You were outdone before you even started, mate. But I admire your conciliatory way of conceding defeat. Yes. Now, I believe I owe you your prize. But I neglected to ask what it is that you want. Perhaps you'll enlighten me. Aye, that's easy. I want the chest that's aboard the Dutchman. No, Jack! Don't tell him! Hmm? What? Really? Good. Huh? Oh. Oh, Jack. Jetzt weiß er, wo das Ding ist. Well, I didn't tell him which, Dutchman. Actually, I outwitted him. You knew he'd tell you where it was. I've always been far more interested in the long game. Now let's see where it takes us. That is, if you stay apace. Kämpfen immer noch gegen kein einziges Mitglied. Müssen wir gegen die alle am Ende kämpfen. Wir werden ein bisschen Overkill. After him. Nee. There's no point. Why not? The ship's listing near to Scuppers from that cannon fire. She'll be needing repairs. Best make berth at Port Royal. What? Jack, du bist ein Idiot. Und Goofy war natürlich der Erste, der gemerkt hat, nein, mach das nicht. Nein, Jack, mach das nicht. Look for crabs. They'll set her right. Crabs? Why crabs? Never mind the particulars, mate. The white crabs, savvy? Aye, aye. Große Krabbenjagd. Drehe jeden Stein in Portugal um auf Suche nach weißen Krabben. Diese schlauen Schalentiere wissen, wie man sich gut versteckt. Sind genug. Die Anzahl der Krabben, die du benötigst und bereits eingesammelt hast, für den rechten oberen Bildschirmecke. Okay. Ich fand das so witzig, wie Goofy so überdramatisch ist. Nein, Jack, sag es ihm nicht. Natürlich war Goofy der Erste, der es durchblickt hat. Mein IQ 200, ne? Oder noch höher. Das ist... Man kann es nicht messen. Gut, ich meine, du bist eine sprechende Ente. Aber vielleicht sind wir Piraten und die nicht. Oh, ich kann mich nicht heilen. Gib mir Geld. Wesen sagt hier keiner so, und er macht das schon wieder so wie ein Ding in Corona Rapunzels Welt. Aber immer irgendjemand hat gesagt, ey. Ach, hier drin, ich habe jetzt 5 Stück gefunden. Ich habe schon so viel kaputt gemacht hier. Ist auch bestimmt irgendwas, ne? Hm, okay. Oh, dann such mal im Krabben gerne. Ja, warum nicht? Ja, können wir noch in diesem Part schaffen, oder? Natürlich habe ich alles kaputt, ne?
Okay, 5 Stück kriegt man anscheinend pro kaputtes Ding. Also könnte ein bisschen dauern. Ich will mal gerne so ein Emblem finden, ne? Also haben wir gar keins gefunden. Ja, da waren wieder welche. Wenn sich wahrscheinlich schon, warum hauen die alles kaputt? Oh, nee, ist auf den Dächern irgendwas. Graben. Was? Okay, vielleicht geht es doch ein bisschen schneller. Jemand, Alter. Okay, Spritzwart, das wird sogar hier passen in dem in der Welt. Da war dieser Kreis angefangen, habe ich noch gar nicht oft eingesetzt, ne? Sollen wir erstmal zurückgehen, obwohl nee, komm. Vielleicht laufen wir hier so im Kreis. Da wäre sehr gut. Ja, schon mal drauf. Was siehst du hier auf dem Dach? Was ist denn hier, Goofy? Goofy? Besser, Truhe. Oh. Hier sind noch so viele Truhen in dieser Welt, ne? Wie soll ich denn die alle finden? Aber könnte ein bisschen dauern, hier die Krabbenball zu finden, aber was soll's. Schaffen wir alles neu in dem Part. Ich würde mal gerne ein Emblem finden. Ich meine, da waren doch auch voll viel versteckt, glaube ich, ne? Also, was soll ich denn hier alle finden? Hat. Gehen wir hier in die Gasse. Wow. Wow. Goofy. Wow. Was zum... Glaub's ja nicht. Die Krabben, die tragen das Fass. Also wieder das Schiff. Sind die irgendwie magisch? Können die irgendwie Schiffe reparieren oder so? So wie deswegen sammeln. Ja, Lux hat da wahrscheinlich schon die Dings hier gefunden, ja, die Truhe. Weil der kann ja. Der ist ja Magie, der kann sich ja einfach teleportieren, ne, von einem Ort zum anderen. Ja, theoretisch müsste er die eigentlich schon haben, ne? Ich meine, den Davy Jones, den treffen wir bestimmt auch noch irgendwann hier. Irgendwie nicht. Noch alle da, ganz ruhig, Goofy, ganz ruhig. Weißt du, bist ja gerne melodramatisch in seinen Szene, aber nein, Jack, nicht, verrat es ihm nicht. Warum ist Goofy der intelligenteste Charakter in Kingdom Hearts? Ich verstehe das einfach nicht. Jetzt von allen Charakteren, ne?
Man könnte meinen, Donald hätte unter seinen Aggressionen ein bisschen was im Grips, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Nee. Immer noch kein Glücksemblem. Okay, ich glaube, ich sollte die Bäume ein bisschen öfter ja angreifen. Sind die? Ach, den Schornstein muss ich auch angreifen? Okay, deswegen hat er gesagt, guck nach oben. Wir rechneten damit, dass Krabben im Schornstein drin sind. Ich treffe das Ding gar nicht. Hi. Denkt sich nur, was war das? Da gerade ein Piraten in Schlüssel aus dem Himmel stürzt. Halt. Geblieben. Warte mal, ich habe doch Magieblitz bekommen. Was ist das? Wer kein Magieblitz, der Gegner eine Luftwirbel, je nach deiner Magiestartswert, je größer der Schaden. Okay. Ach, Explosion oder was? Oh. Da? Wo hier die Welten, ja, alles abzuschließen mit. Der absolute Horror. Na, ich habe keine MP. Mach mal einfach ganz schnell. So, da ist das. Ja. Ob es abbringt. Wow. Wenn noch einmal auf so ein Ding und irgendwie haben wir schon zu viel. Bin ich so für solche Sachen. Eine Stunde, ein HP noch, ein Erfahrungspunkt noch. Boah, gibt's nicht. Lass mich noch mal das Finalding davon abschließen. Koop-Zeit. Okay. Ich will ein Abschussding davon nicht hin. Sturmkufen. Okay. Cool. Ah, cool. Wortwörtlich. Hier stehe ich und hier bleibe ich. Oder so. Ja, ich hab schon auch nicht, ne? Da kann ich mal ein Glücksemblem einmal finden. Ich muss so viele Offscreen suchen. Sind Kleptomanen, diese Dinger. So, noch 98. Ja, alles zu erkunden, ne? Bin nicht überrascht, wenn ich noch zwei Parts hier rumhänge in dieser Welt. Ach, ich hole einfach 300. Wieso kann ich jetzt schon zurück oder was?
Wird doch schon alle 300 erstmal holen, ne? Kann ich gar nicht anvisieren. Trio Rodel, keine Ahnung, ich darf benutzen, verpasse ich bestimmt voll viele. Fort. So wie ein Fort. Aha, wo? Wo denn, Goofy? Wo denn? Wo hast du wieder was gesehen, Goofy? Oh, der sieht ja schon wieder was und hat Ruhe. Unbewacht. Sträflingskalone. Glaube ich. Ja, ne. So, hier, der ist irgendwo gesagt. Wo denn? Und dann sagt mir wo. Und das seid ihr über uns. Keine Ahnung. Wenn du schon eins gefunden hast, dann würde ich auch gerne sehen, wo. Mein Gott. Rein. Schon, Goofy, wo hast du was gesehen? Ey, verarsch mich hier nicht. Jetzt bin ich wieder hier. Goofy, wo hast du was gesehen? Komm schon. Verarscht mich hier, da. Was, wenn ihr ein Glücksemblem gesehen, Mann? Verarscht mich hier oder was? Wo denn, Goofy? Oh. Aber jetzt einfach nicht wahr sein, ey. Irgendwo ist hier ein Glücksemblem, ey. Er hat mich verarscht. Den verklage ich bis auf den letzten Penny. Wo? Ach ja. Noch mehr sammeln. So, Glücksemblem haben wir verpasst. Das ist ja schon mal sehr geil. Und da will ich nicht lang. Oh. Da ist noch ein Gegner. Ja, die ganzen Sachen hier nachzusuchen, ey, das wird ein Heidenspaß, ey. Für Truhen habe ich noch mal. Ja, wir machen im nächsten Part, werden wir die Welt hier durch haben. Also, ja, wird übel. Nee.
Von mir ist es ein Glücksemblem, wie ich finde. Ja, Truhe. Noch mal am Strand noch ein bisschen herum. Der Seehafen. Nee, ist doch bestimmt beobachtet, ne? Halt. Kann ich da kaputt hauen? Ich glaube, ich kann es kaputt hauen. Oh, was? Boah. Take this. So, boom. Ah. Keine Truhe. Mich verarschen. Ja, Geld. Oh. Da meinen ihr noch. Okay, kein Glücksemblem denn. Dreck. Muss ich wahrscheinlich einen ganzen Part irgendwie damit. Sehr gut, Donald. Er klingt echt nicht gesund, wie du klingst. It's my good price to get some ingredients. Ernsthaft. Oh, hier ist doch bestimmt irgendwo was. Komm. Dann verwette ich meinen dritten Arm. Was, der drei Arme? Der Lanio, ja. Rücken. Was? Na gut. Ist irgendwo ein Speicherpunkt in der Nähe. Ich nehme mich gerne hier. Ja, genauso wie du gesehen hast, dass hier ein Glücksemblem ist, ne? Ganz mich mal Goofy. Truhe. Wesen finden wir hin und wieder ein paar Truhen. Das ist doch schon mal was, ne? Da war ja irgendwo ein Speicherpunkt in der Nähe. Als wir angekommen sind. Also ja, ganz schön verändert hier Port Royal, ne? Weißt du, als das voll dunkel war und so. So, irgendwo ist hier nirgends so ein Speicherpunkt. Was ich jetzt nicht so dolle finde, also. Soll ich sein? Soll hier irgendwo sein? Port Royal, hallo? Mal schauen. Ich dachte, hier wäre irgendwo einer. Nirgendwo? Vielleicht, wenn ich weiter da lang gehe. Port Royal, das ist bestimmt irgendwo ein Speicherpunkt, ne? Und Jack denkt sich einfach noch, was sind das für Freaks. Wenn es hier nicht irgendwo ein Speicherpunkt ist, ne? Wir fahren ja einfach durch. Da gibt es noch so ein Ding. Ein Speicherpunkt, das ist ein bisschen mies.
Ja, dann habe ich, wenn wir aufs Schiff gehen, passiert irgendwas, kriegen Speicherpunkt oder so. Aua. Ich würde gerne speichern, wenn ich die Aufnahme beende. Ich kann sogar einfach dahin. Na, wir haben Kram gefunden. Hat keinen Mordensätze noch. Wenn das sehr lang jetzt wird. That's all of them. Now, to my final task. Be back in a trice. Oh. There, mates. Fit to sail any sea. Now, Sora, one final inquiry. Is there any particular reason you wanted this ship? Yeah. To explore the seas. Free as the wind. Good answer. You are a pirate, Captain Sora. But Jack, why do you keep saying final? Like you're leaving. Ah, it's because this me has run his course, mate. This you? Aye. The surrogate me, that the goddess of the sea sent here to help you lot. And of course, any me is still me. I may be duplicatable, but I'm always incomparable. The sea, she smiles upon us, Sora. And let's leave it at that, shall we? For now, the real me has a crucial engagement. At Shipwreck Cove, where the pirate brethren will meet Beckett and his lot in battle to win back our freedom. Then let us help. No, it's for pirates to resolve, but not you, Sora. You're as free as the wind now, and far you'll go. What? So, Jack was showing us the way. Even if he did get tricked. Jack, he said it was the pirates' battle to fight. Wir sind Piraten. But a fight for pirates is a fight for us. Come on, let's find the real Jack. Okay. Was? You made a deal with me, Jack, to deliver the pirates. And here they are. Don't be bashful. Step up. Claim your reward. Sparrow! Your debt to me is still to be satisfied. 100 years in servitude aboard the Dutchman. As a start. That debt was paid, mate. You escaped. I propose an exchange. Will leaves with us. And you can take Jack. Done. Undone. What? Jack's one of the 9 pirate lords. You have no right. King. As you command, your nibs.
Scurvy blackguard! Easy there, mate. You wouldn't want to damage the leverage now, would you? Now. What is this? Advise your brethren. You can fight, and all of you will die, or you cannot fight, in which case only most of you will die. We will fight, and you will die. Okay. Und jetzt doch kann man gerne im Park beenden. Jetzt ist hier ein Speicherpunkt. Man weiß kaum, das Schiff in der Stufe aufsteigen zu lassen. Mit der erreichten Stufe direkt die P. Okay. Ja, okay, ich nehme schon. Ich weiß, wie das funktionieren wird. Gut, dann speichern wir hier. In der nächsten Folge machen wir weiter mit dieser Welt und hoffentlich finden wir mal ein paar Glücksembleme und so. Ist gerade Goofy vom Bord. Warum springst du da im Wasser rein? Boah. Ja, jedenfalls, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und hoffe, ihr schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Bitte lasst einen Kommentar, ein Abo und ein Like und dann sehen wir uns. Ciao.